Servus Leute, ich bin Zertabak und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich freue mich wie immer, dass ihr alle am Start seid. Und heute geht es um die neuen Ligen-SBCs. Und zwar haben wir zum einen Thiago von FC Bayern. Den werden wir heute nicht machen, sondern es geht um Cristiano SBC, alter Jungs. Schaut euch mal diese Karte an. 93 Tempo, 85 Schießen, 80 Passen, 86 Physis. Brasilianer mit 4 Sternen schwachem Fuß, 3 Sterne Skills. Hat eine nette Karte aus der japanischen Liga und die werden wir heute abschließen. Er hat eine Silberkarte in FIFA 18 und diese Karte ist eine der seltensten Karten, die es gibt auf dem Markt. Und jetzt hat er eine coole Special-Karte erhalten und ich will gar nicht groß rumreden. Leute, schaffen wir bei diesem Video 500 Daumen nach oben für Cristiano, für diese coole Karte. Würde mich mega freuen. Und am Ende sage ich euch, was das Ganze circa gekostet hat. Vielleicht kannst du jetzt schon mal sagen, ich habe alles schon vorbereitet und wir sind bei circa 180.000 Münzen. Wir müssen insgesamt 18 Teams abschließen. Jedes Team kostet um die 7 bis 10k. Könnt ihr damit rechnen. Das erste ist wirklich mit Abstand das teuerste. Es gibt ein paar, die kosten dann weniger. Aber dieses ist wirklich bei ca. 22.000 Münzen, was wirklich viel ist. Die Namen muss ich gar nicht erst anfangen vorzulesen. Also Tatsuaui, Morita oder so, da fange ich gar nicht erst an. Da müsst ihr mir nicht böse sein. Aber ich werde euch natürlich immer im Schnelldurchlauf mal zeigen, welche Spieler ich benutzt habe. Ihr müsst dann halt Pause drücken oder sowas. Sonst geht es alles viel zu lange. Wir müssen ja immer 11 Spieler pro Mannschaft dann mal zeigen. Also wie gesagt, falls ihr jetzt was verpasst habt, drückt einfach Pause, schaut euch das Ganze an und am Ende werden wir, denke ich, dann noch ein Spiel machen, wo wir den dann testen werden. Das erste Team, Albirex Niigata, ich habe es euch gerade gezeigt, kostet ca. über 20.000 Münzen knapp. Ihr seht hier der Innenverteidiger 1000, 3.800, 2.400, also das war wirklich teuer. Ich glaube, die wurden auch gepricefixed. Und was wir übrigens gut machen können, ist jetzt die Bronze-Pack-Methode. Wir schicken das gleich jetzt erstmal ab. Und zwar lohnt es sich jetzt wirklich sehr, die Bronze-Pack-Methode zu machen, die ganzen Spieler zu kaufen, weil diese ganzen japanischen Spieler sind jetzt alle ein bisschen was wert durch die Squad-Building-Challenge, weil Cristiano ist schon ein sehr beliebter Spieler, würde ich mal behaupten. Vor allem ist ein sehr seltener Spieler. Und wir werden ihn auch in unser Team einbauen können, theoretisch. Wir werden dann auch natürlich schauen, ob er gut genug ist, um im Team zu spielen, vielleicht auch nur auf der Auswechselbank. Und jetzt geht's weiter mit dem nächsten Team. Jetzt zeige ich nochmal kurz im Schnelldurchlauf. Ihr müsst, wie gesagt, wieder Pause drücken. Dieses Team war, glaube ich, nicht so teuer. Ich glaube, ca. 15.000 Münzen. Cerezo Osaka. Scheiße. Okay, Leute, wir schicken das jetzt auch ab. Wir gehen zum nächsten FC Tokio. Hier fangen wir an mit Hayashi. Hayashi ist ein cooler Name. Und dieses Team war günstig. Das ist jetzt nicht mehr so teuer. Hier geht es schon los. Die Teams sind nur 7.000 wert, 5.000. Das können wir auch mit gutem Gewissen abschicken. Da haben wir schon mal 13 von 18 abgeschickt. Wahrscheinlich 13. Ich meine natürlich 3 von 18. Und jetzt gehen wir rüber zu Gamba Osaka. Was übrigens interessant ist, Jungs, bei dem Spieler, den wir uns gleich holen werden, bei Cristiano, ist einfach, dass er sehr wenig Balance hat. Ich hoffe, das ist nicht so spürbar. Aber er hat 99 Stärke. Das ist wirklich krank. Mit dem Tempo, da gibst du ihm noch eine Hunterkarte, ist das wirklich sehr, sehr extrem gut. Und jetzt gehen wir weiter mit dem Team. Habe ich auch alle gezeigt. Das ist auch nicht allzu teuer gewesen. Können wir auch guten Gewissens abstoßen. Und wir halten übrigens auch Packs. Die Packs, glaube ich, werde ich nicht alle öffnen. Das dauert zu lange, 18 Packs zu öffnen. Aber mit diesen Packs, ihr müsst euch mal vorstellen. Hier sind wir übrigens bei Hokkaido Consadole. Und hier zeige ich es auch nochmal kurz. Und zwar die Packs, die wir gleich öffnen werden, mache ich dann off-cam. Das ist nicht so interessant, die Packs zu öffnen, weil ich meine, man sieht ja keine Informs oder sowas. Also sehr wahrscheinlich nicht. Aber durch diese werden wir dann wieder viele Münzen zurückholen. Das ist schon mal richtig geil. Denn insgesamt kostet es 180.000 Münzen. Dann zieht ihr 10.000 ab, die ihr am Ende bekommt für die Challenge. Dann sind wir 170.000 Münzen. Und dann durch die Packs kriegen wir... Und dann würde ich sagen, kriegen wir circa nochmal 50.000 zurück. Also kostet uns der Spieler im Großen und Ganzen 120.000. Ist eine coole Karte, ist eine sehr seltene Karte. Und warum nicht die mal machen? Ich finde sie auf jeden Fall cool. Ich bin auch wirklich gespannt, wie er sich am Ende spielen wird. Und hier das nächste Team. Ja, das war es dann auch schon wieder. Das heißt Jubilo Iwata. Übrigens nicht böse sein, wenn ich mal das eine oder andere falsch ausspreche. Hier seht ihr zum Beispiel, wir bekommen ein Premium-Silberspieler-Set. Weißt ihr, es gibt Silberspieler aus der französischen Liga, aus der italienischen Liga, aus der, was weiß ich, welcher Liga, portugiesischen. Die sind halt alle mal ein Zehner, also ein Zehntausender wert. Das kann gut sein. Und jetzt sind wir bei Kashima Antlers oder sowas. Auf jeden Fall zeige ich das auch noch kurz. Das ist wiederum auch nicht so teuer gewesen. Wie gesagt, das erste war wirklich über 20.000 wert. Die anderen alle so circa 7.000, würde ich sagen. Das geht auf jeden Fall klar. Ah, und jetzt sind wir bei Kashiwa Eraser. Und man muss halt sagen, wenn ein Team halt 7.000 kostet, das häuft sich ja trotzdem. Darf man nicht vergessen. Und hier das Team war sehr billig. Ihr seht 200, 300 Münzen, 450 Münzen. Das war wirklich sehr günstig. Und was bekommen wir am Ende dafür? Ein Prime-gemischtes Spielerset. Also das ist eigentlich ein ziemlich cooles Pack, finde ich. Das ist echt gut. Bei dem nächsten brauchen wir jetzt, wie immer, 95 Chemie. Das finde ich eigentlich ganz cool, weil auf die kommt man immer schnell. Und Leute, ganz wichtig, wenn ihr mal einen Rechtsverteidiger braucht und der kostet 7.000 Münzen, weil er gepricefixed wurde, dann holt euch einfach vielleicht einen Innenverteidiger auf die Position. Ihr werdet meistens trotzdem auf 95 Chemie kommen. Und 67er Bewertung haben wir hier. Ah, ich habe es noch nicht gezeigt. Gehen wir mal kurz durch im Schnelldurchlauf. Wie gesagt, Pause drücken, falls es notwendig ist.
Und dann will ich euch auch noch eine Sache ans Herz legen. Ihr werdet manchmal sehen, dass ich ein bisschen über die Bewertung komme. Zum Beispiel statt 67 Bewertungen habe ich vielleicht mal 68 oder so. Das liegt einfach daran, dass die Bronzespieler teilweise manchmal teurer sind als manche Silberspieler. Deswegen habe ich dann die genommen. Also dürft ihr auch nicht zu sehr drauf schauen, weil am Ende geht es um den Preis, dass es der günstigste ist. Und wir haben somit eigentlich nicht die günstigsten Spieler geholt. Und ja, das nächste Team können wir auch guten Gewissens abstoßen. Wir haben hier einen Brasilianer, der sieht eigentlich ziemlich cool aus, finde ich. Seine Karte sieht echt fresh aus. Das können wir jetzt auch weghauen, würde ich sagen. Und jetzt haben wir es bald geschafft. Schaut euch das Symbol an. Das sieht eigentlich ganz cool aus. Sagan Tosu, okay. Wie gesagt, zu diesem ganzen Team kann ich euch nicht so viel erzählen. Ich kenne mich da nicht so gut aus in der japanischen Liga. Ich weiß nur, dass Podolski da spielt in der japanischen Liga. Den werden wir später auch noch raushauen. Und hier das nächste Team, wieder sehr günstig. Die ganzen Spieler kosten alle unter 1000 Münzen in diesem Team. Außer einer kostet genau 1000. Und das kostet wieder knapp 7000, 6000 Münzen. Können wir auch gut des Gewissens weghauen. Und Leute, wir nähern uns dieser Karte. Ich bin echt gespannt. Ich bin auch gespannt, wie er sich später anfühlen wird im Spiel. Einfach, weil 99 Physis, also 99 Stärke. Und dann in so einem Antritt mit, glaube ich, 93 oder sowas hat er. Das ist wirklich schon wahnsinnig geil. Das wird mega cool. Und jetzt okay, das fange ich nicht an auszusprechen. Gut, hier haben wir, der Torwart war teuer. Sonst der Rest geht wieder gut klar. Das sind wir auch wieder so bei 7.000 bis 8.000 Münzen maximal, würde ich sagen. Schick mal den Hasen jetzt ab. Okay, noch 6 Stück. Das geht schnell, Jungs. Das geht schnell. Seid geduldig. Ich weiß, ihr habt alle Lust, die Karte dann zu sehen. Ich auch. Und ich bin mega froh, sie gleich abzuschließen. Dieses Team. Shimizu S-Pulse. Okay. Wir brauchen 64 Gesamtbewertungen. Ihr habt gesehen, ich komme auch auf die Bewertungen ganz genau. Manchmal komme ich ein bisschen rüber. Hier 650, 700 Münzen, 700, 500. Ah, also auch sehr günstig. Sehr, sehr günstig. Hier das nächste Team. Urwa Red Diamonds oder Diamonds oder was weiß ich. Ich kenne die Teams leider nicht so gut. Also ich kenne mich mit Fußball, würde ich behaupten, aus. Aber bei japanischen Liga hört es dann wirklich spätestens aus. Auf. Gut, Leute. Da, warte mal. Der heißt Antonio. So heiße ich übrigens auch, Leute. Antonio, Brasilianer am Start. Dieses Team war ein bisschen einer der teureren Teams. Ich glaube, das war bei knapp 18.000 Münzen. Und das können wir jetzt auch abschließen. Hier seht ihr, ich komme über die Bewertung. Aber das liegt daran, dass die Bronzespieler hier teurer sind, teilweise als die Silberspieler. Und wir nähern uns den Cristiano Onaha. Das müsst ihr euch merken, Cristiano Onaha. So schreibt man den, falls ihr den irgendwo sucht, bei Footbin oder bei irgendwo, was weiß ich. Und das nächste Team ist Vegalta Sendai. Okay, da haben wir auch ein paar Spieler, die ziemlich günstig sind. Hier einer 2000 Münzen, gut. Der Rest ist dann wiederum billiger. Da sind wir bei diesem Team auch bei knapp 6000, 7000 Münzen maximal. Und das hauen wir jetzt auch weg. Wir haben hier zwei Brasilianer im Sturm. Und dann schauen wir uns noch an. Dieses Team ist auch nicht teuer gewesen. Ich glaube, bis auf die Brasilianer. Ach, die kosten auch nicht viel. Wieder nicht teuer. Hauen wir einfach weg. Und jetzt ist es, glaube ich, nur noch, jetzt sind es noch zwei Teams, genau. Noch zwei Teams, dann haben wir es gleich geschafft, Freunde. Hier ist Podolski, Lukas Podolski. Alter, was verdienst du in Japan? Wieso bist du da überhaupt? Der macht wahrscheinlich so eine Asche dort, das ist Wahnsinn. Aber normalerweise geht man ja nach China, wenn man was verdienen will. Naja, okay. Japaner zahlen wahrscheinlich auch ganz gut. Und hier sind die Spieler auch wirklich nicht teuer. Nicht teuer, Podolski 1400 ist er gestiegen. Hätte man das gewusst, hätte man natürlich investieren können. Und Leute, wir hauen das natürlich jetzt auch wieder weg. Übrigens werde ich am Montag, kommt natürlich wieder die Team of the Week Prediction. Dürft ihr nicht verpassen. Ihr könnt meinen Kanal natürlich kostenlos abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt, Leute. Und ich würde mich mega über eine Bewertung freuen, wenn wir ihn gleich freischalten. Das wäre mega geil. Und jetzt sehen wir hier das letzte Team, was wir abschicken werden. Ja, ist im Großen und Ganzen auch nicht teuer gewesen. Ich meine, die Challenge kostet am Ende trotzdem 180.000 Münzen, 170.000. Aber ich denke mal, es könnte sich lohnen, weil es vor allem eine wirklich besondere Karte ist. Und ich will sowieso dieses Jahr die ganzen Special-Karten. Am liebsten würde ich die alle holen, alle sammeln, damit man am Ende einen richtig coolen Verein hat. Und jetzt hauen wir das letzte Team weg. Gut, jetzt ist das Wappen da. Und da ist Cristiano. Willkommen im Team. Im Team Tabak, wie wir es so schön sagen können. Und ihr seht 10.000 Münzen und so eine geile Karte. Bam, Alter. Richtig nice, richtig geil. Und schaut euch einfach seine Stats an. Diese Stats sind wirklich legendär. Diese Stats sehen aus wie von einer Karte, die irgendwie 88 oder so hat. Ich übertreibe da nicht. Ich meine es einfach nur so. Also ich meine es wirklich so. Gut, da ist er. Da ist der gute alte Hase Cristiano mit der Rückennummer 9. Sieht krass aus. Also Hochmittel ist fantastisch. 1,83 Meter groß, perfekt. 3 Sterne Skill Moves, das ist natürlich ein kleiner Minuspunkt. 4 Sterne wären natürlich optimal. Und ansonsten, ihr seht's, Antritt 93, Sprintgeschwindigkeit 93, Abschluss 83, ist okay, ist jetzt nicht perfekt. Sein Dribbling ist stark, 87, Ballkontrolle 83, das ist wirklich alles super. Beweglichkeit 82,
Aber Leute, jetzt kommt der negative Punkt. 55 Balance, das ist natürlich ein dicker Minuspunkt. Und Ruhe hat er auch nur 64. Da werden wir sehen, ob das am Ende gut sein wird. Ausdauer hat er auch stabil. 78 ist in Ordnung, kann man auf jeden Fall spielen. Bis zur 80. Minute, bis zur 70. Und ansonsten Stärke 99. Ist wirklich absoluter Wahnsinn. Mit diesem Team werde ich ihn testen. Ich habe Schewtschenko auf die Bank getan und ihn einfach meinen Sturm gehauen. Das ist unser Gegner. Er hat ein wirklich starkes Team. Und Leute, wir haben ein Brasilien-Trikot an. Passt natürlich zu seiner Nationalität. Und let's go zum Spiel, Mann. Da ist das erste Tor. Jungs, Alter. Das war der erste Schuss mit ihm. Das war der erste Schuss von dem guten Kollegen Cristiano. Da geht er gleich mal ab wie ein Zäpfchen. Also sein Abschluss bis jetzt... Am Rand des 16er ist schon mal richtig nice. Schaut euch das an. Genau am 16er hat er den schön reingezirkelt, Alter. Richtig gut. Richtig gute Schusstechnik, Junge. Ich habe übrigens meine Zockerpose eingelegt. Das ist immer so. Ich kann leider nicht so spielen. Ich muss leider mich nach vorne bücken. Komm. Den hat er sich gut. Der hat echt geiler Ober. Komm. Jetzt er. Der ist brutal. Der ist brutal, Freunde. Mein Stuhl, Alter. Der ist so. Sorry, Jungs. Sorry dafür. Aber der Typ hat sich den Ball zurückerkämpft. Es waren gerade keine Aktionen mehr am Start. Und jetzt plötzlich aus dem Nichts. Low-Driven-Schuss ins kurze Eck hat er auch drauf. Das ist schon mal abgehakt. Cristiano, mein Freund. Du überzeugst mich bis jetzt von vorne bis hinten. Das ist echt ein guter Stürmer. Komm, komm. Das ist nicht mehr feierlich. Der Typ ist eine Rakete, Mann. Er ist eine Rakete, Jungs. Der setzt sich so schön durch immer und Cristiano macht seinen Hattrick, Mann. Also sein drittes Tor. Und diesmal low-driven Finesse ins kurze Eck wieder. Richtig geil. Richtig geil, Junge. Einfach Wahnsinn. Mir fehlen da die Worte. Jetzt mit dem linken Fuß hat er das auch geschafft. Ich glaube, wir haben alles abgehakt außer Kopfbälle. Kopfbälle kann er nicht so gut. Haben wir vorhin schon gesehen, seine Sprungkraft. Aber Leute, was er macht, einfach fantastisch. Schaut, wie er sich schnell dreht. Er ist beweglich, das kann man nicht sagen. Er hat Dribbling, er hat alles, dieses Balance. Was ist das, 54 oder so? Das fällt null auf, meiner Meinung nach. Er ist einfach ein wahnsinnig guter Spieler. Und Leute, ich kann es euch nur ans Herz legen. Macht diese Squad-Building-Challenge, wenn ihr genügend Münzen habt. Hätte er das fünfte noch gemacht, dann wäre ich echt ausgerastet. Das Spiel ist vorbei, Jungs. 4 Tore in seinem Spiel. Man of the Match, er holt sich seinen Ball ab. Junge, er hat mich sowas von überzeugt. Leute, das war's mit dem Video. Ich zeige euch noch kurz, dass es das erste Spiel wirklich war, dass ich hier nicht 10 Versuche oder so hatte. Ein Spiel, 4 Tore, spricht für sich. Ich würde mich wirklich mega über eine Bewertung freuen. Schaffen wir vielleicht die 700 Daumen nach oben für diesen Spieler? Wäre mega nice. Und dann sehen wir uns am Montag beim nächsten Video bei der Team of the Week Prediction. Haut's rein, euer Tabak. Ciao.